Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smile Face World! Uhu, kawaii! Ja, wir werden hier direkt aus einem Rohr geschossen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also klar, irgendwie die Feder einsammeln, aber... Oder... Nee, ich check's nicht. Ich kann auch nicht. Oh, Moment! Warte mal, wie hab ich das denn jetzt gemacht? Bin ich schon immer so hochgeflogen? Ja, ne? Okay, ich kann einen Rückzieher machen. Aber ansonsten, ja, was soll ich sagen? Also, das Ding ist, ich kann ja... Meine Vermutung wäre jetzt zu sagen, dass ich irgendwie direkt was drücken müsste und so weiter, aber ich sterbe nicht richtig. Also ich kann nicht nochmal auf die Weltkarte und das nochmal komplett resetten, sondern er feuert mich ja immer hier direkt raus. Hat er irgendwelche Fähigkeiten, von denen ich nicht weiß? Er hat keinen Doppelsprung. Wie gesagt, ich drücke die Sprint-Taste und das juckt ihn nicht. Wenn ich jetzt mal den Pfeil nach oben mache, gleitet er dann länger geführt, oder? Okay, das... Was sind das für ein Allahu Akbar-Level? Wie gesagt, ich... Oh. Ich kann... Ich könnte höchstens nochmal... Warte mal, Start... Oh, Start Select regelt. Machen wir hier mal ein Safe State. Mal gucken, ob sich jetzt was verändert. Hä? Ich verstehe das nicht. Pfeil... Schulter... Ups. Moment, was... Habe ich jetzt was verändert? Man sieht ja Mario nicht mehr richtig. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Ha. Naja, egal. Springen. Nee. Sprint-Taste einzeln gedrückt halten. Nee. Drehsprung-Taste. Nee. Hä? Jetzt habe ich gar nichts gedrückt. Jetzt drücke ich Sprinten und... Nicht, ich check's nicht. Ah. Warte. Nur gucken, ob das jetzt ein Zufall war. Ich hab den... Hä? Moment. Ich hab den Analogstick nach unten gedrückt. Also die Duck... Ich hab Ducken gedrückt. Wieso... Hä? Seit wann kann man denn, wenn man sich duckt, länger fliegen? Verstehe ich gar nicht. Aber okay, das war das Mysterium. Also merkt euch das, falls ihr mal in so einer Situation seid. Komisch. Okay, so viel dazu. Ja, die wollten nicht, dass die Folge zu kurz wird. Deswegen müssen wir da jetzt nochmal ein bisschen... Experimentieren! Ui, eine Münze, geil. Kann ich mir ein Eis verkaufen? Wow. Das war mal perfekt gerettet, würde ich mal sagen. Auch wieder eine Musik, die mir nichts sagt. Ein Leben, das kein Schwein braucht. Ein Leben, das kein Schwein braucht. Demnächst. Nach dem Lutscher, den niemand lutschen wollte. Nur auf NBC. Aber vorher hier noch ein paar Propagandameldungen. Biden wurde jetzt offiziell zum Präsidenten gekürt. Was auch nicht der Wahrheit entspricht. Aber ihr wisst ja, hier bei NBC News, da kriegt ihr ja sowieso nie Wahrheiten. Von daher, ja, hier nochmal ein Statement dazu. Es ist nur, Leute, es ist noch nicht vorbei. Wobei, naja, jetzt könnte der 6. Januar sein. Ich glaube, der 6. Januar war so ein Tag, wo es sich entscheiden müsste... Aber falls es vor dem 6. Januar hochkommt, bis zum 6. Januar ist noch gar nichts entschieden, okay? Weil die Mainstream-Medien feuern ja am laufenden Band. Ja, Biden hier, Biden da. Ja, er hat hundertprozentig gewonnen. Nein, hat er nicht. Ich bleib dabei. Trump wird das Ding machen. Und wenn er das Ding... jetzt speichert er mal. Wenn Trump das Ding nicht macht, dann ist es nur ein Beweis dafür, dass wir keine Gerechtigkeit mehr auf der Welt haben. Hui. Jetzt geht's richtig los, Leute. Wieso habe ich das Gefühl, dass das jetzt wieder vom Schwierigkeitsgrad her richtig steil geht? Also für seine Verhältnisse.
dieses Parallax-Scrolling, ne? Nicht so geil. Aber okay. Hab mich gehört. Was? Jetzt stand ich wieder zwischen den Hitboxen oder was? Mein Gott. Bin da nicht reingekommen. Oh. Dein Ernst? Mario Boss Musik. 2? Noch nicht mal 3? Ey, ohne Scheiß. Also wenn ich Claire wäre, ich würde zum Jugendamt gehen. Würde mich selbstständig ins Heim schicken. Ey, ihr traut ihr ja gar nichts zu. Was ist das? Also meine Tochter hätte in dem Alter ja schon Demon Souls von mir bekommen, okay? Oder irgendwas Kinderfreundliches, was aber schwer ist. Ja, Celeste beispielsweise. You are awesome, du bist super. Super Smileface. What? Ui, kawaii Smileface. Ui, habt ihr auch jetzt ein Grinsen im Gesicht? Oh! Captain Hako, bla. Da seht ihr sie, die Verbrecher. Die einem 5, 6 und von mir aus auch 7, die einer 7-Jährigen nichts zutrauen. Ja. Ja, wie gesagt, tut mir leid, wenn ich mich da wiederhole. Wenn ihr das erste Mal einen Controller in der Hand hattet, wenn das für jemanden ist, der noch nie einen Controller in der Hand hatte, dann perfekt, okay, gut, aber ansonsten... nee. Jeder, der mindestens einen Tag schon gespielt hat, der sollte damit klarkommen, vor allem, weil man ja 99 Leben hat und es gibt ja auch Level, wie man gesehen hat, die dich direkt wieder an den Anfang gebracht haben, die das Level einfach resettet haben, ohne dir ein Leben abzuziehen und so. Von daher, ja, ich weiß, ich überdramatisiere das, aber es ist auch nicht wirklich ein guter Einstieg, weil es keine Konsequenzen fürs Versagen gibt. Und das macht dein Kind nur zum verwöhnten Bastard. Wobei dann wiederum, ich habe damals Crash gespielt und musste auch mit Game Overs klarkommen, aber ich bin trotzdem ein verwöhnter Bastard. Ja gut, aber ihr wisst, auf was ich sagen wollte. Auf was ich hinaus wollte. Ja. So, die Bastarde schlüpfen wieder. Wisst ihr, ich glaube einfach, der Grund, wieso Peach sich ständig verpisst, ist die Tatsache, weil sie in Wirklichkeit die... Ach, guck mal. Na klar. Der Endscreen, der eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Ich glaube, sie hat die Yoshis auf die Welt gebracht. Sie wollte sich das aber nicht eingestehen, dass sie Geschlechtsverkehr mit Yoshi hatte. Und... Das ist auch der Grund, wieso dieses Yoshi-Throwing, nenne ich es mal, so beliebt geworden ist. Also dieses Yoshi-Opfern. Weil ich denke, irgendjemand in der Community, der das etabliert hat, der wusste das. Der wusste das, dass Yoshi ein Verhältnis mit Peach hatte. Und wisst ihr, das ist so das Ding, das ist ja auch der eigentliche Grund, wieso Yoshi ständig in den Leveln auftaucht. Der will einfach vermeiden, dass Mario die Wahrheit erfährt. Und deswegen geht er heimlich mit, damit er ihn notfalls töten kann. Aber anscheinend haben die sich ja zum Schluss ausgesprochen, weil die Eier ja dann auch, die konnten sich auch plötzlich bewegen. Das ist jetzt einfach eine Dreierbeziehung, ja. Da reitet jeder mal jeden. Oh Gott. Ja. Die Credits, Leute, die Credits. Na gut. Ja, dann kann ich. Ich habe sie auch schon angefangen. Das mit dem Fazit. Ja. Im Grunde wurde schon alles gesagt. Ja, einfach trifft es ganz gut. Anscheinend gibt es ja die Kategorie super einfach nicht, ansonsten hätte ich es da halt reingeballert. Ja. Viele, viele Leute saßen daran. Wahrscheinlich mehr Leute als damals an Resident Evil saßen oder so. Viele, viele Leute haben das hier geschafft. Ja, konzentrieren wir uns mal auf die Tatsache, dass es da draußen Leute gibt, die einem Streamer solch ein Geschenk gemacht haben, die seiner Tochter diesen Hack hier ganz freiwillig, ganz unbezahlt gemacht haben. Und von daher, das ist wirklich nett. Das ist wahrscheinlich mit das größte Geschenk, was man so von seiner Online-Community kriegen kann. Und das macht mich ein bisschen neidisch und traurig,
Weil ich möchte einfach nur, dass Leute mal ab und zu auf meine Videos klicken und sie tun es einfach nicht. Und der hier, der kriegt halt ganze Spiele geschenkt. Das ist schon sehr, sehr beneidenswert. Dann wiederum, wie gesagt, auch nicht, wenn man sieht, was dabei herumgekommen ist. Ja, kommt schon, Leute. Vielleicht ist sie ja auch behindert auf die Welt gekommen und kann nicht beide Hände benutzen, dann, ja, dann passt es vielleicht doch. Wenn man das mit einer Hand spielen muss, dann ist das schon ein bisschen anstrengender. Ne? Und ich, oh Leute, ich muss aus dem Screen, ich finde den Screen gruselig, nach all den Jahren immer noch. So. Lassen wir dann nochmal das Intro abspielen. Ich habe mit mehr Smiles gerechnet, mit mehr Smileys. Der sieht auch, wenn man sich den so ein bisschen anguckt, sieht auch ein bisschen verstörend aus, der Mond, ne? Oder die Sonne, die sich als Mond tarnt. So ein bisschen wie wenn ein russischer Spion nach... Ja, ich meine, es sollen ja auch viele chinesische Spione sollen ja auch in amerikanischen und deutschen Firmen tätig sein. So ist das hier. Fucking gesellschaftskritisch, Leute. Ja, genau. Schönes Geschenk. Je nachdem, ob das Kind körperlich behindert ist oder nicht, gebe ich dem Hack eine 4 von 5 oder eine 5 von 5. Oder eher eine 3 oder eine 4 von 5. Weil es halt zu einfach ist. Und hier auf meiner Skala von 1 bis 10 gebe ich 8 Smileys. Also keine 8 Punkte, sondern 8 Smileys oder 3 Pommesstäbchen, was weiß ich. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll und ich möchte jetzt auch nicht den Rahmen sprengen. Ich interpretiere zu viel rein offensichtlich und würde mal sagen, wenn ihr den Hack auch spielen wollt oder irgendeiner körperlich behinderten Person schenken wollt, dann schaut noch mal in die erste Folge rein. Der jeweilige Hack ist ja immer unter der ersten Folge verlinkt. Ja, fernab von dem würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht in Erwägung ziehen würdet, mir monatlich einen Euro dazulassen, denn fernab von meinen Let's Plays habe ich nur einen kleinen Zeitungsjob, der mir 225 Euro bringt und von diesen 225 Euro gehen 200 an die Krankenversicherung ab. Das heißt, ich kriege offensichtlich nur 25 Euro. Und ich gebe mir hier sehr, sehr viel Mühe. Ihr kriegt jeden Tag 3 Mario-Folgen von 3 verschiedenen Hacks und natürlich auch die ganzen großen Let's Plays, die im Hintergrund schön ordentlich bearbeitet werden. Schön mit Geduld, damit es auch perfekt wird und so weiter. Und ich plane ja auch dann irgendwann mal, wenn wir diese ganzen großen Hacks endlich fertig bearbeitet haben, in einen Retro-Zyklus zu kommen, wo ich dann einfach mal 30, 40 Folgen am Tag hochladen kann. Also wenn ich dann natürlich wieder mehr Retro-Kram Let's Play, ferner von Mario natürlich, muss ich weniger bearbeiten und dann kann ich euch auch richtige komplette Let's Plays innerhalb von wenigen Tagen geben. Und das ist sehr, sehr viel, sehr, sehr tiefgründig, viel mehr als ihr von Spastis wie Gronkh oder Pizmeat jemals sehen werdet. Von daher schenkt mir bitte mehr, als sie bereits haben. Schenkt mir mehr Spenden, als sie jemals bekommen haben. Schenkt mir einfach das, was mir meiner Meinung nach zusteht. Und vielleicht kriege ich ja dann auch irgendwann ein 5-jähriges, 6-jähriges Mädchen. Und dann könnt ihr für mich auch solche tollen, fantastischen Hacks erstellen. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Aber wie gesagt, abonniert mich auf Telegram für den Fall, dass ich mal gesperrt werde wegen, was weiß ich, vielleicht wegen meinem schwarzen Humor oder so, ne? Weil die Leute ja überempfindlich und geistig behindert sind. Abonniert mich auf Telegram, damit ihr da dann Bescheid wisst und dann von mir den nächsten YouTube-Kanal verlinkt kriegen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr an diesem ganzen politischen Kram interessiert seid, solltet ihr da auch vorbeischauen. Also der Punkt ist einfach, ich mache 24/7 politischen Kram und Let's Play-Kram. Hab dafür noch nichts bekommen. Andere Leute haben so ein paar Abonnenten und kriegen ganze Hacks geschenkt. Also ich fühle mich ein bisschen ungerecht behandelt, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Und ich möchte, dass sich das ändert. Also liken, kommentieren, favorisieren. Verbreitet die Videos an eure Freunde, Verwandten, Bekannten und Feinde.
an die Kindesfeinde eurer Feinde, an die kleinen Hosenscheißer, und vielleicht schaffen die ja den Hack nicht, wer weiß. Dann könnt ihr sie auslachen und ihr Versagen ins Internet stellen und dann können wir sie zusammen alle mobben und irgendwann werden sie sich umbringen und dann müssen die Eltern sich neue Kinder machen. Das wäre doch auch mal was, oder? Ist doch auch mal ein Ziel, auf das man verfickt nochmal hinarbeiten kann. So. Okay, ich höre ja schon auf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.